No me tenés que decir esto de nuevo. ¡Opa, pendejo! ¡Ey, David Blackman! ¡Cállate! Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Jene están yendo un prisionero. Abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht? Hey! Und spüre. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Huéfense! ¡Quietense, cabrones! Hey, hey, tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Bist du früh genug raus? Te lo advertí. Escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Atrás. De este encargo yo. Bien. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor, para, para. Beweg dich! Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Solltest du doch nicht. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Draufgeschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein.
Du und deine Freunde habt mich dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja, hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Okay, nochmal das Ganze. Bingo. Und weiter geht's. Damit wird es klappen. Und auf geht's. Seil am Pfosten. Ich bin gespannt, was Sam dazu sagt. Auf nach oben. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden.
Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Wo lang? Das ist ziemlich cool. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Ihr Sweetie. Okay. Wo fange ich an? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, das ist die andere Hälfte. Also dann. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Leider nein, nein. Und die römische Zahl 2. Was auf dem Brief übersehen? Schütze. Römische Zehn. Der ist auch nicht echt. Nichts. Ich sollte mir den Brief noch mal ansehen.
Der ist auch nicht. 10 und 2. X und II. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück. Und abwärts. Ah, jetzt. Vorsichtig. Auf ein neues Ries. Das kriegt Rafe niemals hin. Auf Wiedersehen, Schulter. So muss es laufen. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt es irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Bist so gut wie ich. Hm?
decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Párate, ¿no? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingestellt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es la Schmuggelware? ¡Cállate! Für wen hältst du dich? Jevo zu Zelda! Verdammt doch mal! Gehen wir hin! Zum Leuchtturm! Laut Warte! Seven. Eins mit.
Sam! Okay, ich muss hier raus. Ich komme! Okay, ich muss weiter. Ich schwimme stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar.